Die Fantasie ist die wichtigste Eigenschaft des Menschen. Die Fähigkeit und der Zwang zur Transzendenz, also dem Überschreiten des sinnlich Erfahrbaren und empirisch Fassbaren, scheint mir das hervorragende Merkmal unserer Art zu sein. Der evolutionäre Vorteil der Gattung Mensch, warum es uns immer noch gibt in der Evolution, besteht nicht in überragenden körperlichen Fähigkeiten und auch nicht in der hohen Intelligenz seiner Individuen, sondern in der komplexen Kommunikationsfähigkeit des Menschen und seinem Vermögen, sich das Nicht-Gegenwärtige vorzustellen und auszumalen. Transzendentales Bewusstsein, individuell und kollektiv, stellt also keine Geistesverwirrung dar, sondern unverzichtbare Wurzel der Menschwerdung bis zum heutigen Tag. Begrifflich kann man unterscheiden zwischen Realität und Wirklichkeit. Dabei wird die Realität als das objektiv Vorhandene gedacht, als das, was ist. Erde, Mond, Universum, wir, die wir hier sitzen, Kapitol, das ist alles Realität, es ist objektiv vorhanden. Die Wirklichkeit dagegen wird als die Welt gedacht, die wir als Bewusstsein entwickeln. Die Realität wird von Wissenschaften, aber auch durch alltägliches Handeln, Spielen, Tüfteln und Ausprobieren untersucht. Wir können uns die Realität aber nur erschließen, indem wir sie verwirklichen, also Vorstellungen über sie bilden. Wir orientieren uns nicht an der Welt, sondern an Weltbildern. Die Wirklichkeit ist die eigentliche Lebenswelt des Menschen. Sie beruht auf individueller und kollektiver Konstruktion. Wie ein Haus konstruiert wird, so konstruieren wir unsere Weltbilder. Die Quellen der Wirklichkeit sind Wahrnehmung, Fantasie im Sinne von Vorstellungskraft und Kommunikation. Diese drei Prozesse will ich im Weiteren mit Stichworten aufschlüsseln. Wir haben da zunächst emotionale und kognitive Wahrnehmung, das heißt also fühlend und denkend erkennen. Emotionale und kognitive Wahrnehmung im Sinne von empfinden, erkennen, deuten, verstehen, verinnerlichen, aus etwas eine Gewohnheit machen, vergleichen, ordnen, erinnern, vergessen, erwarten. Dazu kommt dann Imagination, Fantasie und Intuition, nämlich Ahnen. Das Ahnen ist vielleicht die früheste Form, etwas zur Kenntnis zu nehmen. Spüren, deuten, assoziieren, Verbindungen herstellen, ordnen, projizieren, trennen, variieren, kombinieren, verfremden. Und nicht zuletzt Kommunikation als Verschlüsseln. Ich verschlüssele eine Botschaft in einem Satz. Entschlüsseln wäre die Gegenleistung. Deuten, externalisieren, aus mir herausgeben. Objektivieren, standardisieren, ordnen, zitieren, mitteilen. All diese Funktionen leisten wir unentwegt zu jeder Zeit und einander durchdringend. Der große Soziologe Niklas Luhmann hat gesagt, Gesellschaft ist Kommunikation. Er hat also nicht gesagt, in der Gesellschaft findet Kommunikation statt oder in der Gesellschaft ist Kommunikation möglich, sondern er hat ein Gleichheitszeichen dazwischen gesetzt. Gesellschaft ist Kommunikation. Das heißt, auch wenn nur zwei es miteinander zu tun haben, entsteht Gesellschaft. Also nicht erst ab einer großen Menge von Menschen. Ja, man kann im Extremfall sagen, auch ein Einzelner ist ein gesellschaftliches Phänomen. Denken Sie an Robinson Crusoe auf seiner Insel, als Freitag noch nicht da war. Auch da war er ein gesellschaftliches Wesen, weil er zum Beispiel den 5-Uhr-Tee eingehalten hat, was er nicht getan hätte, wenn er Bayer gewesen wäre. Und das Universum der Kommunikation ist besonders umfassend und gewaltig. Die Wahrnehmungs- und Kommunikationsprozesse erstrecken sich von einfachen optischen Zeichen, also sei es einfach nur ein Lichtblitz, optische Zeichen, akustische Zeichen, haptisch, fühlen, olfaktorische Zeichen
und gustatorische schmecken und meist kombinierte Zeichen erreichen uns bis zu gewaltigen Deutungs-, Informations- und Ordnungssystemen. Das Wichtigste, was uns miteinander verbindet und was uns zu Menschen macht, ist die Sprache natürlich. Die Sprache ist ein allgemeines Ordnungsmuster, mit dessen Hilfe wir die Welt konstruieren können. Dazu kommt aber genauso berechtigt Musik, Mathematik, Malerei, Architektur. Wir können ein Haus lesen, wir können eine Kirche lesen, wir können eine Stadt lesen. Speisetraditionen sind Kommunikations- und Informationsmuster mit vielen Details. Zum Beispiel lernen wir uns vor bestimmten Dingen zu ekeln, die in einer anderen Kultur völlig frei aufgenommen werden. Also das geht tief in unsere Seele hinein. Das ist nicht irgendwas an der Oberfläche. Speisetraditionen, Kleiderordnungen, Religion als große, große Erzählung, Nation, soziale Klasse, Familie, soziale Rollen, Lebensstile und andere Wahrnehmungs-, Erlebnis-, Einstellungs-, Erfahrungs-, Erwartungs- und Verhaltensmuster. Wir haben es also immer wieder mit Mustern zu tun, im Sinne von Verfestigungen, an die wir uns halten können. Auch der größte Revolutionär braucht irgendetwas, woran er sich halten kann, weil er sonst nicht weiß, wie es weitergehen soll. Besonders prägend in der Geschichte der Menschen sind die Formen der Arbeitsteilung. Also wie wir die Arbeit in der Gesellschaft aufteilen zwischen Mann und Frau, alt und jung, gebildet, weniger gebildet und so weiter. Die Werkzeuge, die wir einsetzen, das Werkzeugbewusstsein, mit dem wir unseren Alltag bewältigen und den Werkzeuggebrauch. Das gestaltet Gesellschaft und Weltbild. Sie alle bilden komplexe, miteinander verwobene Bewusstseins- und Kommunikationsprozesse innerhalb des großen Stromes, der da Gesellschaft heißt. In diesem Zusammenhang weise ich auf die siamesischen Drillinge hin. Wir sind nämlich unentwegt am Verstehen, am Nichtverstehen und daran, uns zu irren. Die Grundkräfte der Erzeugung von Wirklichkeit, nämlich, ich wiederhole das, Wahrnehmung, Fantasie und Kommunikation. Das sind die drei Grundkräfte, die Wirklichkeit erzeugen, aus der Realität heraus. Sie existieren und fungieren vielschichtig vernetzt. Also da gibt es nicht so etwas wie ein Stufenschema oder was, sondern das ist ganz dicht verwoben. Selbst ein harter empirischer Sachverhalt aus der Realität, zum Beispiel die Höhe eines Berges, das ist eine reine physikalische Angabe, erreicht uns nicht ohne Veränderung, nämlich Verwirklichung durch Wahrnehmung, Imagination und Kommunikation. Hierauf beruht nicht nur zuletzt unsere unaufhebbare Begabung, uns zu irren. Verstehen, Nichtverstehen und Missverstehen sind siamesische Drillinge, die miteinander und voneinander leben. Ohne Wahrnehmung, Fantasie und Kommunikation gibt es keine Musik, keine Malerei, keine Mathematik, keine Literatur, Tanz und Theater, keine Philosophie, kein Glaube, auch keine Relativitäts- und keine Quantentheorie. Es gibt ohne diese drei keinen Nagel, keinen Hammer, kein Schwert, keine Pflugschar, kein Faustkeil und kein Computer, keinen Hass, keine Liebe und all die Verwandlungen vom einen ins andere. Der Wirklichkeit entsprechen vielfältige wechselseitige Durchdringungen von Wissenschaft, Kunst, Glaube, Sprache und Philosophie. Alltagsmythen, Spiel und individueller und gemeinschaftlicher Praxis. Wo wir dem Wahn erliegen, das Fantastische aus unserer Wirklichkeit zu tilgen, zugunsten eines kompromisslosen Realismus, etwa um die Gefahr, Religion ist Opium des Volkes zu bannen, gehen dabei nicht nur die Religionen drauf, sondern ebenso die Künste, die Philosophien und die Wissenschaften. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass dieses Bewusstsein, das Wirklichkeit schafft, keine Geistesverwirrung darstellt, wie es oft am Beispiel von Religionen oder von Aberglauben gemeint wird, sondern wenn wir darauf verzichten sollten, geht alles zugrunde, was uns eigentlich zu Menschen macht.
Diese Blüten, Knospen und Früchte der Wirklichkeit wachsen alle auf ein und demselben Holz der Transzendenz. Auch Wissenschaftler betreten Neuland mit magischem oder quasi magischem Bewusstsein, also unter magischem Bewusstsein versteht man ein Bewusstsein, das von der Beseeltheit aller Dinge ausgeht. Wie das bei einem kleinen Kind ist, das ein Märchen hört, da ist es nicht so, dass der Baum symbolisch spricht oder der Wolf oder die Geißenmutter, sondern die können das wirklich. Und das ist für das Kind kein Widerspruch. Und dieses magische Bewusstsein verlässt uns nie ganz, nie. Wir könnten uns mit der Wirklichkeit gar nicht auseinandersetzen, wenn wir nicht dazu fähig wären. Und oft holt empirische Forschung, also die Forschung, die fragt, was ist denn real, die holt erst nach Jahren oder Jahrzehnten ein, was Wissenschaftler, Künstler und Philosophen zuerst auf dem Wege der Intuition, also der Eingebung und der Imagination erfasst hatten. Gelänge die Vernichtung der Fantasie, hätte, was dabei herauskäme, mit dem Menschen, der sich über die letzten Jahrzehntausende entwickelt hat, nichts mehr zu tun. Es liefe auf die Liquidierung der Haupteigenschaft der Gattung Mensch hinaus, als eines Wesens, das Welt erschafft, indem es sich Welt vorstellt. Versucht wird diese realistische Wende, diese angeblich realistische Wende, immer wieder mit jeweils katastrophalen Ergebnissen. Es ist kein Zufall, dass unter den bildhaften und literarischen Erzeugnissen die offenkundig fantastischen von Nazis und Stalinisten besonders aggressiv bekämpft wurden und werden. Diese, die Nazis und die Stalinisten, glauben an die Erkenntnis als einem klaren, immer klarer werdenden Abbild der Realität. Das ist ihr Glaube. Dabei ist ihr völkischer oder sozialistischer Realismus, in Anführungszeichen, selbst höchst fantastisch, ja besonders unrealistisch. Verglichen mit ihrem Getöse, ihren Inszenierungen, Projektionen und Effekthaschereien, sind die erklärten Surrealisten, wie also zum Beispiel Dalí oder Max Ernst, das sind geradezu Wissenschaftler, die nüchtern die Wirklichkeit des Menschen erkunden. Von der Fantasie dieser vorgeblichen Realisten, von denen ich eben gesprochen habe, von ihren Fantastereien geht kein Heil aus, sondern Zerstörung. Denn eine Wirklichkeit, die sich für die Realität hält, das ist ein ganz bezeichnender Punkt im Prozess der Aufklärung. Solange man die Wirklichkeit noch für Realität hält, ist man nicht aufgeklärt, kann die Wirklichkeiten anderer nicht dulden. Wer weiß, dass er die Realität in der Tasche hat, kann die Wirklichkeiten anderer nicht dulden. Diese Realisten glauben an die fehlerfreie, verzerrungsfreie Erfassung der Realität, die den Dummen und Unaufgeklärten nur noch beigebracht werden muss, und sei es mit Gewalt. Nicht überraschend finden wir hierzu Parallelen bei den verschiedenen religiös-politischen Fundamentalisten unserer Tage in vielen Religionen. Das ist nicht nur im Islam so. Sie erklären ihre Vorstellungen zur objektiven Realität. Also Klischeebeispiel wäre etwa die Jungfrauen, die im Paradies auf mich warten. Also für mich als Kurpfälzer wartet auf der anderen Seite eine Schüssel Kartoffelsalat mit Fleischkäse und Riesling und schöne Mädchen und so weiter. Aber ich habe begriffen, dass das nur meine Wirklichkeit ist und nicht die Realität. Und solche Vorstellungen sind ja wohltuend. Sie sind hilfreich, sie sind humanisierend. Wir haben das Recht, uns das Paradies vorzustellen, aber wir müssen immer begreifen, dass es sich dabei um Wirklichkeit handelt, also um ein konstruiertes Etwas und nicht um die Realität. Das heißt nicht, dass die Dinge irreal sind, sondern wir müssen an irgendeiner Stelle sagen, wir wissen es nicht. Wir sind insofern Agnostiker. Wir müssen sagen, wir wissen es ab einer bestimmten Stelle nicht, ob das, was ich mir jetzt vorstelle, auch noch real ist. Nicht erst Goethe hat gefragt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da ist meine Antwort unsere Vorstellungen von dieser Welt.
Es gibt insofern ein Primat des Geistes über die Materie, als nur Wahrnehmung, Bewusstsein und Kommunikation Bedeutung, also Sinn erzeugen können. Und das sowohl umfassend als auch auf sehr konkreten Ebenen. Nur für Wahrnehmungs- und Interpretationsverstehenssysteme gibt es Farben und Strukturen. Das sind keine objektiven Tatbestände, sondern die müssen begriffen werden. Klänge und Düfte, oben und unten, heiß und kalt, fern und nah, leicht und schwer, dunkel und Licht, groß und klein, schnell und langsam. Das sind alles Zuschreibungen. Nicht zu reden von Urteilen wie gut und böse, wichtig und unwichtig. All dies sind Kategorien, die nur ein erkennendes, lernendes, vergleichendes, imaginierendes Bewusstsein hervorbringen kann. Raum und Zeit, die beiden Grundkategorien, sind Aspekte unserer Wirklichkeit. Wahrnehmungs-, Erfahrungs-, Imaginations- und Kommunikationsphänomene. Dessen ungeachtet sind sie auch Realität, über die wir aber nichts aussagen können, außer durch Verwirklichung, Aneignung durch Wahrnehmung, Verstehen und Interpretieren. Ein Universum ohne Bewusstsein, ohne Wahrnehmung und Empfinden wäre so irrelevant wie das Nichts. In diesem Sinne wäre es nicht existent. Eine Idee ist bedeutsamer als eine noch so große Galaxie, die es vielleicht gibt, die aber nicht gewusst wird. Der Primat der Wirklichkeit über die Realität in der Begegnung des Menschen mit der Welt scheint mir die wichtigste objektive Wurzel für Glaube, Kunst, Philosophie, Wissenschaft. Gott ist die allumfassende Chiffre, das allumfassende Codewort für Bedeutung, für Sinn gegenüber der bedeutungslosen, sinnlosen Existenz, dem Nichts. Jeder Gläubige, der weiß, dass sein Glaube ein Konstrukt ist. Darauf müssten wir uns einlassen. Jeder Gläubige, der weiß, dass sein Glaube ein Konstrukt ist, kann mein Weggefährte sein, sofern sein Glaube meine Psychosozial- und Naturverträglichkeitsprüfungen besteht. In Matthäus 7, Vers 16 finden wir den Satz, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, bezogen auf uns selbst heißt es natürlich, wir sollen uns an unseren Früchten erkennen. Das ist für mich das Grundkriterium meiner Verträglichkeitsprüfungen. Und die wichtigsten Fragen dieser Prüfung lauten, was macht ein Glaube, eine Ideologie? Ich behandle die in dem Fall mal gleich. Ein Glaube, eine Ideologie, eine Erkenntnis, ein Brauch, eine Philosophie mit uns. Was machen die mit uns? Welche Wirkungen auf Individuen, Gemeinschaften und die Welt haben sie? Gehen von den ihnen innewohnenden Energien eher unterdrückerische oder emanzipatorische Impulse aus? Das heißt, ich bin niemals zu keiner Zeit unparteiisch, sondern ich stelle vor jede Erkenntnis, vor jeden Glauben, vor jede politische Entscheidung die Frage, wird das die Menschen niederdrücken oder wird es den Menschen aufhelfen? Das ist für mich die Schlüsselfrage zu allem. Welche Rolle spielt die Würde des Menschen, der Natur, der Dinge in diesen Konzepten? Wozu halten die Philosophien, der Glaube, die Ideologien, wozu halten sie uns an und wovon halten sie uns ab? Ich muss den Andersgläubigen nicht bekehren, auch nicht zum Atheismus, weil der natürlich selbst wieder ein Konstrukt ist. Auch der Atheismus ist ein Konstrukt. Daher bleibt eine der wichtigsten Irritationen menschlichen Denkens die Einsicht des Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. In unsere Tage gesprochen würde das heißen, wir können unsere vielen Wirklichkeiten anreichern, vertiefen, vernünftiger und verlässlicher gestalten durch weiteres Eindringen in die Realität. Das ist also möglich. Wir können in die Realität weiter eindringen, als es bis dahin der Fall war. Und wir haben das in den letzten Jahrhunderten auch gemacht. Wir wissen heutzutage von der Realität das X-fache verglichen mit vor einigen Jahrzehnten. Das ist also möglich. Die Realität verschließt sich uns nicht
vollständig, aber wir können sie eben nur erobern auf dem Weg der Verwirklichung der geistigen Umsetzungen. Die grundlegende Differenz zwischen Realität und Wirklichkeit werden wir nicht aufheben können. Es gibt keine letzten Gewissheiten. Das ist etwas, was meinen Studenten oft schwergefallen ist, zu akzeptieren. Sie haben ja geglaubt, von den Wissenschaften kriegen wir jetzt die endgültigen Antworten. Also alles andere ist Glaube. Glaube ist Glaube, Brauchtum ist Glaube und so weiter. Und die Wissenschaften, die wissen es doch. Und da muss man eine ganz große Enttäuschung bereiten und muss sagen, unser Wahrheitsbegriff ist ganz einfach. Eine Aussage, eine Erkenntnis gilt so lange, als wahr, solange sie nicht widerlegt ist. Und das kann jeden Tag passieren. Und wir können unsere Wirklichkeit, die immer eine Form der Beschränktheit darstellt, wir können unsere Wirklichkeit bereichern und relativieren, indem wir an den Wirklichkeiten anderer teilhaben. Das ist ganz wichtig. In Matthäus 4, Vers 4 finden wir den großen Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Religionen sind gewaltige Erzählungen, mit deren Hilfe wir unserer Existenz auf Dauer Sinn zu verleihen suchen. Wissenschaften, Künste, Philosophien, Alltagsmythen. Das Wort Mythos habe ich übertragen mit dem Wort Leuchtbild. Für mich ist ein Mythos ein Leuchtbild. Also da ist etwas, Jesus, die Mutter Maria, eine Popgröße und um diese Figur bildet sich auf dem Wege der Kommunikation und der Fantasie ein Leuchtbild und davon haben wir in den Alltagen massenhaft. Brauchtum, Gewohnheiten sind ebenfalls große kollektive Erzählungen. Der große Filmemacher Edgar Reitz sagt zu Recht, ich zitiere, Heimat ist eine Erzählung und Heimat kann man nur pflegen, indem man Geschichten erzählt. Der Mensch ist vor allem anderen das Tier, das in Erzählungen lebt. Wir können die Erzählungen verändern, wir können sie mischen, wir können gegen sie rebellieren, wir können von einer Erzählung in die andere konvertieren, aber wir können nicht ohne die Erzählungen leben. Das ist das wahre Zentrum des Satzes, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir können ohne die Erzählung nicht leben. Das ist der weltliche Sinn der berühmten Stelle im Matthäus-Evangelium. Das Furchterregende, das wirklich Furchterregende an Krankheiten wie Alzheimer ist, dass sie sich als Vertreibung aus der Erzählung unseres Lebens vollziehen. Wir verlassen schrittweise unsere Wirklichkeit, beziehungsweise unsere Wirklichkeit verlässt uns. Und das ist etwas, was uns vielleicht noch mehr Angst macht als der Tod. Der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer schreibt über das Vermächtnis der Brüder Grimm, ich zitiere, die Genialität der Brüder ist die Eingangsformel, mit der fast jedes Märchen beginnt, nämlich es war einmal. Tatsächlich ist das die Urformel allen Erzählens und auf alle erzählende Literatur anwendbar. Gilgamesch, die Nibelungensage, die Bibel. Die Bibel ist eine Erzählung, eine Masse von Erzählungen. Die Odyssee könnten, ja müssten, so beginnen und auch die Suche nach der verlorenen Zeit von Proust oder Krieg und Frieden von Tolstoi oder 100 Jahre Einsamkeit von Marquez gehören zur Gattung der Es war einmal Geschichten. Darin leben wir Menschen und diese Geschichten machen unsere Wirklichkeit aus. Und jetzt kommt, wie sich das gehört, die Pointe kommt am Ende. Da die Wirklichkeit eines jeden Einzelnen und die Legion von Wirklichkeiten der Menschheit und der Tierheit, weil ich glaube, dass bei hochentwickelten Tieren ähnliche Phänomene zu beobachten sind, Teil des Universums sind. Die Wirklichkeiten der Tiere und der Menschen sind Teil des Universums, in dem wir leben, sind sie auch Teil der Realität. Denn das Gehirn mit dem Körper, der dieses Gehirn umfängt, nährt und unterrichtet und die Gesellschaft, in der sich die Gehirne vernetzen auf dem Wege der Kommunikation, aufladen und potenzieren, sind so real wie der Mond, die Milchstraße und der Andromedanebel. Vielen Dank. Dankeschön.
Die erste Karte, die ich vor mir habe, ist von Sebastian. Stellen Sie sich hier hin, das würde jetzt zum Spiel gehören, das Aufnehmen. Gut. Ja. Jetzt über die Karte was sagen. Ja, einfach Ihre Frage stellen oder Ihre Stichworte nennen. Aber ich wollte das nur als Bemerkung jetzt sagen, ob man das so sagen kann. Die Frage ist, relativ mit objektiv entsprechend gleichsetzen und die Wirklichkeit mit subjektiv auf den einzelnen Mensch beziehen. Ja, das ist eine sehr gute Annäherung. Also nur die Realität ist objektiv. Genau. Nur die Realität. Und deswegen ist ein Satz wie, das musst du auch mal objektiv beurteilen, dummes Zeug. Man kann nicht etwas objektiv beurteilen, sondern man beurteilt es immer subjektiv. Aber die subjektive Wirklichkeit kann unterschiedlich gut informiert sein. Da gibt es gewaltige Unterschiede. Also ich kann mich, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Verkehrsunfall geht, ich kann den sehr sorgfältig aufnehmen oder ich kann mir sonst was einbilden, was da passiert ist. Und die Wirklichkeit ist immer subjektiv, wobei es eben die individuelle Subjektivität gibt. Also ich nehme etwas wahr, ich stelle mir etwas vor und es gibt kollektive Subjektivitäten. Also zum Beispiel ganze Generationen sehen etwas in ähnlicher Weise oder ganze Völker. Das macht die Mentalitätsunterschiede aus zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West. Und sodass, das ist ja das Entscheidende, dass der Einzelne in dieser kollektiven Subjektivität wieder glaubt, er habe es mit objektiv zu tun, weil ja alle es so sagen. Alle sehen das so. Und das könnte ein Nachweis für Objektivität sein. Das ist aber nicht. Sondern wir müssen gerade das, was viele gleich denken, muss hinterfragt werden. Schauen Sie, wir haben grauenvolle Epochen in der Geschichte gehabt, wo die Menschen sich vollkommen normal gefühlt haben. Sie haben geglaubt, sie hätten die Realität begriffen. Die Realität. Und stattdessen war es ihre subjektive, auch kollektiv subjektive Wirklichkeit. Meine Frage ist, wie denkt man, wenn man keine Sprache hat? Ja. Das kann man ganz konkret nehmen, kann man vielleicht auch im übertragenen Sinne nehmen. Bei mir kam die Frage nur mal auf, wenn jemand vielleicht taubstumm ist und in dem Sinne keine Sprache lernt, wie denkt er? Weil ich denke auf Deutsch oder auf Englisch oder in der Sprache. Ja, das ist meines Erachtens eine der ganz wichtigen Fragen. Also bei einem Taubstummen ist es ja so, dass er Rudimente von Sprache mit der Zeit auch erwirbt. Je nachdem, wenn er also geistig auf der Höhe ist. Wenn er weiter eingeschränkt ist, ist es was anderes. Aber wenn er geistig auf der Höhe ist, dann kann er mit Mühe auch was anderes lernen. Und es wird aber seine Fähigkeit zu differenzieren beeinflussen. Wir glauben, dass das Differenzierungsvermögen des Menschen, also seine Fähigkeit zu unterscheiden, ganz stark an die Sprache gebunden ist. Und dass wir im Tierreich die Differenzierungsmöglichkeit von der Sprache abhängt. Also nehmen Sie zum Beispiel die Experimente mit den Schimpansen. Die Schimpansen haben, weil die gesprochene Sprache vom Kehlkopf her nicht möglich ist, hat man ihnen taubstumme Sprache beigebracht. Und es hat Tiere gegeben, die haben 700-800 Begriffe gelernt und konnten sich damit mitteilen. Das heißt, wir haben nahe Verwandte, die so etwas wie Sprachen können oder erwerben können und die damit dann auch stärker differenzieren können. In dem Fall reden wir wirklich über Wirklichkeit, weil ich glaube, dass wir in der Tierforschung noch große Überraschungen erleben. Wenn Sie an die Delfine denken, wenn Sie an die Wale denken und so weiter. Ich glaube, dass wir da noch Sachen zutage fördern, die unsere Wirklichkeit weiter voranbringt und der Realität näher. Da sind wir in vielen Bereichen sind wir richtig am Anfang. Ja, mir hat sich die Frage gestellt bei Ihrem Vortrag, die Unterscheidung in Wirklichkeit und Realität. Wann hat man die zum ersten Mal in der Geschichte gefunden? Also ich bin ganz sicher, dass man das schon bei den Griechen findet, diese Unterscheidung. Und eine ganz große Rolle spielt es etwa bei Kant. Wobei aber Kant, das glaube ich, sagt jeder, Kant ist außerordentlich schwer zu lesen. Und man kann genug von ihm kriegen. Und die modernen Wissenschaftler bringen das fertig, das in eine einfachere Sprache zu setzen. Also bei Kant ist viel das Wesen und das Sein und so weiter. Und ich glaube, wir können das einfach praktischer handhaben. Und von der Realität sprechen, das hat ja auch philosophische
Strömungen gegeben, die haben geglaubt, das sei alles nur Fantasie. Also wir wären quasi Gegenstand eines Traumes oder so. Und das ist natürlich Unfug. Die Realität existiert, wir können ihrer auch gewahr werden, aber immer mit den Einschränkungen unserer Wahrnehmungs-, Imaginations- und Kommunikationssysteme. Würde man die Ideen von Plato, würde man da die als Realität bezeichnen? Ja, alle Ideen sind real, solange sie die Wirklichkeit beeinflussen. Das ist ja der springende Punkt. Das wird auch an anderer Stelle, glaube ich, mal gefragt, ob die Wirklichkeit die Realität verändern kann und wie. Zum Beispiel eine Stadt ist ja zunächst mal Idee. Also jemand hat mal gesagt, die Stadt ist das größte Gesamtkunstwerk, wozu der Mensch fähig ist. Und eine Stadt wie Mannheim beruht auf Ideen, wobei die Ideen sich akkumuliert haben. Das ging also über Jahrhunderte. Und da ist nichts, was einfach so planerisch entstanden ist, sondern das ist mit der Zeit gewachsen. Es wurden viele Fehler gemacht. Und dadurch kommt die eigentümliche Realität dieser Stadt zustande, die dennoch jeder unterschiedlich erlebt. Also ich bin hier aufgewachsen, ich erlebe Mannheim sicher anders als jemand, der jetzt gerade die Stadt betreten hat. Die erste Frage, die sich mir stellte, ist ein Bayer kein gesellschaftliches Wesen? Doch, sehr. In besonderem Maße. In besonderem Maße, ja, man glaubt es nicht, aber das ist so. Also ich glaube, bezogen auf die Bayern, glaube ich an die Sauhaufentheorie. Also, ist die Realität oder Wirklichkeit? Ja, die Bayern sind Realität und Wirklichkeit. Ja, die würden zum Beispiel, wenn ein Bauer auf der Insel gestrandet wäre, hätte er keinen 5-Uhr-Tee getrunken, sondern sein Maß. So ist es. Zu sich genommen, genau. Zweite Frage. Da habe ich vielleicht auch was falsch verstanden, aber ich habe mir notiert, was ist irrealer als das Paradies? Ja, das Paradies müssen wir annehmen, dass es irreal ist. Ja. Es ist eine Wirklichkeit. Wir wissen vom Paradies nur auf dem Wege der Information. Jemand hat uns was davon erzählt und wir fantasieren darüber. Ja. Und das, die dritte Frage, oder eigentlich, ich habe mir notiert, Widerspruch, das schließt an das an, was Thema war. Also Realität und Wirklichkeit, ich sehe diesen Widerspruch nicht wirklich. Mich erinnert das an Diskussionen aus der Frauen- und Geschlechterforschung, Gender und Sex, ja, sozusagen als zwei Pole oder Gegensätze, die aber eigentlich sich gegenseitig bedingen. Genauso denke ich, also die Häuser da draußen sind nur Realität, weil sie aus unserer Wirklichkeit, sprich aus unserer Wahrnehmung von dem, was notwendig ist zum Wohnen oder vielleicht auch schön, entstanden sind. So ist es. Ja. Ja, also für mich ist die Unterscheidung wichtig, damit wir die Wirklichkeit nicht für Realität halten. Das ist der springende Punkt. Also die ganze Aufklärung der Menschheit kippt an dieser Stelle. Ich muss anerkennen, dass das Paradies, dass auch die Eigenschaften, die ich der Frau zuschreibe, entweder der Konkreten oder den Frauen, dass das alles Zuweisungen sind, die dessen ungeachtet einen realen Kern haben können. Also zum Beispiel wurde ja gesagt, ich glaube Simone de Beauvoir, dass man als Frau nicht geboren wird, sondern dazu erzogen. Das halte ich für realitätsfremd. Also da haben neuere Forschungen in der Biologie, haben zwischen Männern und Frauen schon Unterschiede im Bereich der Hormone und vieler anderer Dinge herausgearbeitet. Und man kann mit der Zeit mehr voneinander verstehen. Also ich habe da mit Realität, Mensch und Arbeit, da möchte ich erst mal sagen, was in unserem Kopf vorgeht mit Arbeit. Wir müssen arbeiten, wir haben den Stress, wir müssen studieren, um eine Arbeit zu finden und wir leben unter einem sehr starken Druck. Jetzt ist aber Mensch und Arbeit, die Arbeit ist wirklich da, damit wir unsere Bedürfnisse erfüllen, damit wir Geld haben, um eben alles, was wir so brauchen, auch uns zu kaufen. Aber nicht unter diesem Druck, der im Moment gerade da ist. Wo ist da Wirklichkeit und Realität? Und ich meine, das, was wir hier haben in Deutschland oder in den Industrieländern, in den westlichen Industrieländern, das ist dermaßen abhängig, was
uns kaputt macht, was den Menschen kaputt macht. Ja. Ja? Und da möchte ich einfach mal eine Antwort haben, wie sollte die Arbeit denn auch aussehen, die wir als Menschen brauchen oder ja. Mensch und Arbeit. Also ich glaube, dass uns in dem Zusammenhang wieder die Wirklichkeit als Realität aufs Auge gedrückt wird. Mein Vorschlag wäre, dass wir, was wir tun, wie viel wir machen, wovon wir leben wollen, wovor wir uns schützen wollen, dass wir das miteinander aushandeln. Das wäre mein Vorschlag. Wir müssen also anerkennen, dass wir es mit Wirklichkeit zu tun haben und es nicht so etwas wie eine objektive Realität des Untergangs gibt oder so irgendwas. Sondern wir müssen miteinander aushandeln, um von den gegebenen Wirklichkeiten, die insofern dann auch Teil der Realität sind, von den gegebenen Wirklichkeiten wegzukommen. Ich habe immer gesagt, ein Realist ist einer, der von der Realität ausgeht. Von der Realität ausgeht. Das ist der wahre Realist. Er nimmt die Realität wahr, so gut er kann, mit allen Einschränkungen, die wir besprochen haben, und verändert sich dann. Und indem er sich verändert, verändert er auch die Realität. Und wir haben das in den letzten Jahrzehnten auch ganz passabel hingekriegt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass alleine in Deutschland 80 Millionen Menschen leben. Und in Europa sind wir, ich weiß nicht, 300 Millionen oder 500 Millionen, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Also solche großen Verbände sind ja sehr schwer zu steuern. Da braucht man Gewerkschaften, Parteien. Da braucht man Kongresse und so weiter. Und ich finde, wir haben das in Deutschland nach dem Krieg die ganzen Jahrzehnte eigentlich nicht so schlecht gemacht. Das habe ich unter NN steht es jetzt, dann lese ich es einfach mal vor. Welche Rolle spielt die Ethik, das heißt moralisches Denken und Handeln? Also nach meiner Auffassung ist die Ethik Teil der Wirklichkeit, die aber Einfluss auf die Realität haben kann. Und da komme ich zu demselben, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, dass wir unsere ethischen Konflikte in den letzten Jahrzehnten ganz passabel gelöst haben, mit Verdrängung, das gebe ich zu. Wir haben viele Nachteile unserer Wirtschaftsweise in die dritte Welt verdrängt. Also da können wir eines Tages mit Fragen rechnen, die sehr unangenehm sein können. Oder wir haben unsere Bedürfnisse auf Kosten der Tiere befriedigt. Wir haben viel gemacht, was wir nicht ohne weiteres verteidigen können. Aber ich stelle mir vor, dass wir aus einer langen Geschichte von Wahnsinn kommen. Wir haben Kaiser gehabt und Päpste, die waren Massenmörder. Die haben öffentlich foltern lassen, die haben gemordet, die haben gebrandschatzt. Denken Sie an die Inquisition. Die Inquisition, ein furchtbares Ereignis über Jahrhunderte. Und gemessen an dieser Geschichte, die schwarz und dunkel war, finde ich, haben wir uns ganz gut zusammengerabbelt, aber immer in Gefahr, wieder zurückzufallen. Nicht, weil das die Natur des Menschen sei, sondern weil unsere Wirklichkeiten wieder zerfallen können. Alles, was wir aufgebaut haben an Kunst, Literatur, Wissenschaft, kann wieder erodieren und wir können wieder in Zustände geraten. Wir haben das erlebt auf dem Balkan, also Gesellschaften, von denen wir gar nicht glauben konnten, dass das wieder passiert und es ist passiert. Deswegen ist auch die Ethik unabweisbare Notwendigkeit der Wirklichkeit. Also ich kann mir zum Beispiel keinen Lehrer vorstellen, der irgendetwas macht mit seinen Schülern, ohne dass die ethische Dimension da ist. Oder Professoren an der Hochschule oder Eltern, die ihre Kinder erziehen. Was Sie sagen, Herr Schöbel, halte ich für inkonsistent deswegen, ja, weil Sie sehr stark die Verfestigung predigen. Das haben Sie vorhin auch gesagt beim Thema Arbeiten als ein Ausdruck von Verfestigung von Kultur, von Realität und Wirklichkeit. Ich glaube, Sie sind 20 Jahre älter als ich. Ich bin Jahrgang 65. Wenn genau. Wir jetzt mal davon ausgehen, hier sind wahrscheinlich auch einige, die eher auch, sage ich mal, ein bisschen älter sind auch als ich. Ich habe gerade draußen gesehen, wie hier Leute vorbeigehen, die wahrscheinlich noch mal 20 Jahre jünger sind. Die haben mit dem, was wir hier als Wirklichkeit beschreiben, nichts zu tun. Und ich habe den Eindruck, dass wir eher etwas brauchen in unserem Land, wo es darum geht, auch nicht etwas weiter zu verfestigen und in den Starrsinn zu geraten, sondern wir brauchen Rituale, wo etwas zum Fließen kommen kann. Und das wäre für mich so die Frage, weil Sie das auch so diese Verfestigung sehr stark predigen. Ja. Wie können das aussehen? Also wie können wir das, was wir für Realität und Wirklichkeit halten, oder stärker noch, was wir für Wirklichkeit halten, wie können wir das eher flüssiger machen? Da hatte ich so das Gefühl, da widersprechen Sie sich gerade auch so ein bisschen, indem Sie sagen, okay, eigentlich wir müssen es sichern, verfestigen.
Also ich habe ja vorhin von Schwebezuständen gesprochen. Meine Vorstellung von Gesellschaft, dass sie aus Schwebezuständen besteht. Ich glaube aber auch, dass es gelingen muss, gewisse, das sind immer nur relative Verfestigungen zu erreichen, wenn man den Eindruck hat, dass es funktioniert. Also ich glaube zum Beispiel bei den Jungen jetzt, dass sie mit ihren Flüssigkeiten zum Teil allein gelassen werden. Ich glaube zum Beispiel alles, was im Internet geschieht, dass sie zum Teil sehr ausgeliefert sind, weil den jungen Leuten oft das Fundament fehlt, bis hin in einfachste Fragen, was ist privat, was ist öffentlich und so weiter, weil ihnen das Fundament fehlt, sich gegen die Raubritter im Internet zu verteidigen. Das halte ich für ein Versagen von uns. Wir haben die Errungenschaft,